1922 in Speyer geboren, ist Margarete Borsell-Vogler ihrer Stadt seit 92 Jahren treu. Schon mit 17 arbeitet sie auf dem Feld und in der familieneigenen Kiesgrube. Mit 31 Jahren tritt sie in die SPD ein. Als Stadträtin in Speyer ist sie heute bereits 50 Jahre aktiv. Dafür wird sie am 2. Dezember im historischen Ratssaal in Speyer geehrt. Margarete Borsell-Vogler ist die große Dame der Domstadt schlechthin. Aber auch die Grand Dame unserer Speyerer SPD, liebe Margarete. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, eine außergewöhnliche Frau feiert 50 Jahre Ratstätigkeit. Dafür sagen wir recht herzlichen Dank. Ich habe sie eigentlich kennengelernt beim Neujahrsempfang der SPD in Speyer vor einiger Zeit. Und sie ist mir ja natürlich total aufgefallen, weil sie so eine bescheidene, aber sehr selbstbestimmte und selbstbewusste Frau ist, eine elegante Frau ist, die einfach etwas zu sagen hat und die immer die Sache und das Ziel im Auge hat. Also sie hat es mehrfach bewiesen. Sie hat es als Unternehmerin bewiesen. Sie hat es als Frau in der Kulturszene bewiesen. Sie hat es als Politikerin bewiesen. Und sie hat es natürlich ganz zuvorderst als Mensch bewiesen. Sie hat eine ungemeine Portion Lebensfreude vom lieben Gott mit in die Wiege gelegt bekommen. Das hat sie mir auch weitergegeben. Aber jeder Tag, den sie lebt, ist für sie ein guter Tag und ein wichtiger Tag. Wenn ich als Frau auf das berufliche und politische Leben von Margarete schaue, dann weiß ich auch, das ist sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich vor allem deshalb, weil in einer Zeit, als du in die Politik gegangen bist, es einfach noch nicht so selbstverständlich war wie heute. Bereits mit 16 Jahren hat Margarete Borsell-Vogler den Führerschein für schwere Zugmaschinen gemacht. Haben bis heute die wenigsten Frauen, die wenigsten Männer auch. Und als ihr Vater das Kiesunternehmen zugunsten der Landwirtschaft aufgeben wollte, hat sie als junge Frau die Verantwortung für dieses Unternehmen übernommen. Und Margarete Borsell-Vogler ist es gelungen, Vogler Kies gut durch die Widrigkeiten der Nachkriegszeit zu führen. Und allein das zeigt uns allen, wie willensstark, wie zielstrebig du, liebe Margret, sagt man hier ja in der Pfalz, du einfach auch sein musstest dein Leben lang, um dich ausgerechnet in diesem männerdominierten Bereich durchzusetzen und deine Frau zu stehen. Ja, liebe Margret, die Partei sagt Danke. Wir sind stolz auf dich und als Parteimitglied möchten wir dir heute die Willy Brandt-Medaille in Gold, die limitierte, verleihen. Wir danken dir und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre. Gott sei Dank, muss man sagen, haben wir auch die Möglichkeit als Staat mit solchen Dingen dann auch wirklich Respekt und Anerkennung auszudrücken. Und dass die Partei heute die Willy Brandt-Medaille hatte, und zwar die goldene, das ist für sie, glaube ich, etwas ganz Wunderbares. Das ist wirklich die höchste Auszeichnung, die man als Sozialdemokratin erhalten kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was mich fast zu Tränen gerührt hat, die Überreichung der Brandt-Plakette. Das ist für einen Sozialdemokraten oder Sozialdemokratin eigentlich die höchste Auszeichnung, die er bekommen hat. Und dafür, ich kann nur sagen, vielen Dank. Ich weiß noch, wie ich in diesem Ratssaal meine Tätigkeit als Ratsmitglied begonnen habe. Ich saß immer genau an der Tür und damals gab es ja die dünnen Stöckelabsätze mit Eischen unten dran. Und das sieht man da ganz genau, wo ich gesessen habe. Also sie kann das wirklich bewegen aus ihrem Herzen heraus und sie spricht aus ihrem Herzen heraus. Und ich glaube, sie ist so authentisch, dass es eine ihrer großen Qualitäten und sie ist so ehrlich und ich glaube, das spürt man auch. Und in allem, was sie in ihrem Leben getan hat, war sie immer ehrlich und engagiert und deswegen ist dieses große Lob und die Auszeichnung mehr als verdient. Und nun wünsche ich meinem lieben Speyer für die nächsten 2000 Jahre Gottes Segen, Wohlergehen und Frieden. Applaus
der Politik habe ich ja so viel erreicht, was ich eigentlich mir vor 50 Jahren, dass ich hier stehe, überhaupt nicht vorstellen konnte. Hätte ich jeden für verrückt erklärt, der mir das gesagt hat. Und daher bin ich da sehr zufrieden und bin ein zufriedener Mensch mit 92.